Sehr gut, schön, schön die Arme locker. Zum Stand zu begeben. Ja, wir haben die deutschen Meisterschaften wie alljährlich hier in Naumburg. Ist ja eine Traditionsveranstaltung. Das ist wirklich absolute Weltspitze, wo die stärksten deutschen Geher sich hier einordnen. Und es sind auch internationale Sportler da, also man kann sich auch mit guten anderen Leuten messen. Aber wir hatten schon Jahre gehabt, das war schon fast eine kleine Weltmeisterschaft gewesen. Also das ist schon, wie gesagt, Naumburg hat eine Tradition und ist weltbekannt. Ich glaube, zwei 80-Jährige gehen an den Start. Ich muss heute gegen den ehemaligen Olympiasieger antreten, den Christoph Höhne, der Mexiko 64 die 50 gewonnen hat. Naja, deutsche Rekorde sind hier auch schon gefallen. Um möglichst meine neue Bestzeit zu erreichen und neue Erfahrungen zu sammeln. Vorne der Christopher Link und der Nils Brembach. Der Nils möchte heute noch die Norm für London, für die WM gehen, 1:21:45. Und der Chris ist vor drei Wochen bereits in Port Bradley sehr, sehr schnell gegangen, zu den Weltspitzenzeit unter 1:19. Dahinter kommt dann der Hagen Pohle, der ist derzeit auf Platz 3, schon mit Normerfüllung für die Weltmeisterschaften. Also wirklich ein absolutes Spitzenfeld. Also wir hatten schon Wettkämpfe gehabt, da hatten wir zum Beispiel auch 20.000 Zuschauer. Auf jeden Fall sind ja alle mit Herzblut dabei, die Veranstalter. Ja, wie fast immer beim Gehen ist das eher eine familiäre Veranstaltung. Chris hat zum Schluss sein eigenes Ding gemacht. Ich bin froh, dass ich bei ihm dranbleiben konnte. Und da er war zum Schluss einfach der Bessere. Für mich war es eher im Vordergrund, dass ich heute die Norm gehe unter 1:21:45. Dieses Jahres ganz große Klasse. 13. Laufen können alle, aber gehen will gelernt sein. Ich war früher auch Läuferin. Man muss sich mehr konzentrieren. Es erfordert für mich jedenfalls viel mehr Koordination. So, man muss halt viel mehr auf die Technik achten. Gelenkschonender, ja, genau. Ja. Deswegen mache ich das. Dass wieder mehr Stützpunkte in Deutschland im Gehsport aktiv werden und dort mehr Nachwuchstalente auch gefördert werden. Und jeden Tag 10 Kilometer, jeden Morgen 10 Kilometer, dass da was geht im Alter. Ja. Ja.